Herr Kollege Lauterbach, die Teilhabe an einer medizinischen Forschung, klinischen Forschung, auch an Menschen ohne deren Einstimmung als ein Akt der Selbstverwirklichung zu definieren. Also das war eine sehr steile These heute. Darüber werden wir schon mal eine Definition der Selbstverwirklichung uns noch mal miteinander auseinandersetzen. Und ich will auch eines sagen, dass niemand auch vom Antrag, den ich mitvertrete, in den Reden irgendetwas Forschungsfeindliches gesagt hat. Im Gegenteil, Ulla Schmidt hat gesagt, wir sind ein Spitzenstandort der Gesundheitsforschung. Ein Spitzenstandort. Und auch der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller sagt ja in seinen Äußerungen, dass zur Bekämpfung auch von Demenz und anderen Krankheiten die Ausweitung der Gruppe der nicht einwilligungsfähigen zu klinischen Forschungen nicht notwendig ist. Und wenn auf der anderen Seite jetzt auch der Eindruck hergestellt wird, dass Fortschritte erst dann möglich sind, wenn diese Gruppe erweitert wird, da wird doch etwas vorgegaukelt, was selbst in der Forschungslandschaft nicht vertreten wird. Und wir haben aus guten Gründen im Grunde bis Dezember letzten Jahres immer wieder einstimmig im Deutschen Bundestag miteinander beschlossen, dass nur dann Forschung sinnvoll ist und akzeptabel ist, wenn ein direkter individueller Nutzen dann auch vorauszusetzen ist, dass man ihn nicht garantieren kann. Deshalb ist es Forschung. Und es ist auch so, dass natürlich derjenige, der an Demenz erkrankt ist, auch Teil einer solchen Gruppe ist. Weshalb man bei der Definition eigennützlich oder auch für die Gruppen oder für die betroffene Gruppe nützlich sehr weich entlang gehen muss. Und es gibt im Grunde keine neue Definitionsnotwendigkeit, um Forschung zu verbessern. Und die Frage ist, weshalb für die Gruppe und diese Kriterien, die bis Dezember letzten Jahres galten, jetzt seit September diesen Jahres nicht mehr so definieren. Obwohl, wie mehrfach gesagt, wir auch in der Europäischen Union dafür gesorgt haben, dass unsere deutschen Schutzstandards übertragen wurden, auch in der Möglichkeit der europäischen Verordnung. Was hat sich in der Welt so fundamental verändert? Und da haben wir auch bei der Anhörung in Richtung Wissenschaft Fragen gestellt. Und es gab keine Antwort. Es gibt keine fundamentale Veränderung, eine neue Erkenntnis. Und dann ist es gut und sinnvoll, wenn man denen folgt, mit denen wir auch in besonderer Weise dann verbunden sind und die uns davor warnen, nämlich die Gruppe, die davon profitieren soll, beispielsweise die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, die uns vehement auffordern, diesen Schritt nicht zu vollziehen. Und auch die Deutsche Bischofskonferenz, die befürchtet in ihrem Beschluss, dass erhebliche Gefahren und Belastungen für eine extrem schutzbedürftige Gruppe von Menschen wie Demenzkranke im fortgeschrittenen Stadium darin enthalten ist. Auch die Bischofskonferenz ist für mich als christlich orientierter Politiker ein wesentlicher und wichtiger Ratgeber in dieser ethischen Frage. Und natürlich kann eine Forschung nicht ohne weitere Eingriffe, das ist ja nicht nur Blutabnahme, nicht ohne weitere Eingriffe dann vorgenommen werden, wenn sie bis zum Ende ausgeführt werden soll. Und am Ende will man auch schauen, wie sich Arzneimittel im Körper verteilen. Und dann kommt eben die Fixierung bei einer CT-Maßnahme, wie es geschildert wurde. Und ich weiß noch, was bei der Staatenprüfung über die UN-Behindertenrechtskonvention, wie die Frage der Fixierung auch als ein Stück Folter dargestellt worden ist, dass man beseitigen sollte und das nicht mehr stattfinden darf. Und von daher ist das eine wesentliche Maßnahme. Aber ohne diese Maßnahme wäre eine Vollendung der Forschung kaum möglich. Und sagen wir ja zu der jetzigen Ausweitung der klinischen Forschung. Ich kann nur sagen, 2004, Robert Hüppe hat das dargestellt,
Da ist eigentlich schon der erste Schritt vollzogen worden, indem man Forschung an Kindern zugelassen hat. Und heute müssen wir uns sagen lassen, ja, weil ja damals, 2004, das an Kindern zugelassen wurde, dann könnt ihr das ja auch an Erwachsenen ohne deren Einwilligungsmöglichkeit zulassen. Ich brauche da keine große Fantasie, um zu ahnen, dass in 5 Jahren dann der dritte Weg kommt, das heißt, die schiefe Ebene ist erreicht. Ja, die ganzen bürokratischen Hemmnisse, die dazu führen, dass wir diese Forschung nicht wirklich ausleben können, die muss man eigentlich beseitigen, damit man die Forschung überhaupt, wir haben sie ja schon beschlossen, praktizieren kann. Dann sind die auch weg. Einmal auf der schiefen Ebene, immer weiter runter auf dieser schiefen Ebene. Und deshalb hat auch die Lebenshilfe, der Bundesverband, einstimmig beschlossen, zum Schutz ihrer Mitglieder und deren Kinder, die mit beispielsweise geistig behindert sind, die nie selbst einwilligen konnten, dass diese weitere schiefe Ebene nicht betreten wird, sondern dass wir Dämme halten, die heute notwendiger denn je sind. Und wir wissen, wer selber Sterbebegleitung in der Familie erlebt hat, auch bei Demenz, diese Menschen, die brauchen die Hand. Die brauchen Menschen, die bei ihnen sind. Sie wollen auch keine Apparate-Medizin. Und es ist wichtig und richtig, gerade mit Hermann Gröhe, dass wir Palliativmedizin ausgebaut haben, dass wir Hospiz ausgebaut haben. Aber jetzt in einem solchen Beschluss, der nicht notwendig ist, dies alles zu konterkarieren und Menschen zum medizinischen Versuchsobjekt zu machen. Sie sind in der Situation, sind sie Objekt und nicht mehr Subjekt des Handelns. Und niemand, kein Arzt und auch niemand, der eine Patientenverfügung mitformulieren kann, weiß 20 Jahre vorher, woran der Mensch erkranken kann. Es kann auch ein Unfall sein, es kann auch Koma sein. Niemand kann es 20 Jahre vorher beispielsweise vorausschauen. Und auch niemand kann 20 Jahre vorausschauen, welche klinischen Forschungen denn betrieben werden und darüber im Detail aufklären. Wir würden erwarten, dass Ärzte nichts anderes tun, als mit dem Menschen einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Und das als Voraussetzung für eine so zentrale, schwerwiegende Entscheidung halte ich aus christlicher Überzeugung nicht für akzeptabel. Und deshalb gibt es diesen Änderungsantrag. Es ist wichtig, dass wir diese Debatte miteinander führen und dass wir auch dieses Thema ausführlich in der Anhörung geklärt haben, miteinander besprochen haben. Wichtig ist, je schwächer der Mensch ist, dieser Grundsatz muss bestehen bleiben, je schwächer der Mensch ist, gerade am Ende des Lebens, umso stärker muss die Schutzfunktion des Staates sein. Und das wollen wir so bewahren, und da bitte ich um Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Uwe Schummer. Die nächste Rednerin, Martina Stamm-Fiebig.